würde ich sagen, wir gehen mal zum Wasserfall. Sag mal, Nuri. Nuri. Vergesslichkeit? Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Oh-oh. Kannst du versuchen? Jetzt wird's echt knapp langsam. Huhu, hier bin ich. Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand. Komm schnell. Beeil dich mal, ich bin gleich weg. Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir. Es hat geklappt. Er ist jetzt weg. Gut gemacht. Dass Nuri jetzt natürlich zum Raben wird, das wollen wir natürlich nicht. Das ist, geht jetzt alles viel zu schnell. Wir müssen uns also ganz schön beeilen. Okay, dann wollen wir mal das Mädchen auf dem Baum ansprechen. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Alles klar, okay, gut. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Wie sagst du das, ohne dass er es mitbekommt? Dann würde ich sagen, wir gehen aber mal hier hinter an die Zeltwand. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Ja, also du meinst kaputt. Ich mache nur ein... Zeltwand. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Wo bin ich denn überhaupt? Zurück? Oh, Waldkauder. Ich komme nicht ran. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Zerstören? Nein, ich lasse es. Ich warte. Okay, ich kann ja nicht. Ich muss es so tun. Okay, chill mal. Verzauberte Schriftrolle, Nuris Kette. Was ist nun? Ja, ich halte mal die Fresse, Alter, ey. Ist ja schlimm. Er ist derjenige, der die Boten ernennt. Die zeige ich ihm besser nicht. Ich höre. Okay. Eine Karte des Waldes und die Aufstellung der Suchgruppen. Noch scheint kein weiteres Vorgehen entschieden zu sein. Gut. Ich kann aber... Wie kann ich irgendwie... Ich kann nichts Magisches... Okay. So leicht zerbricht das nicht. Meinst du in seinen Kopf hier? Nein, ich lasse es so. Okay.
Ich meine, ich habe drei Gegenstände da in diesem Zelt liegen. Ne, drei Gegenstände. Oh, warte mal, kann ich vielleicht... Moment. Hier war doch noch eine Truhe. Truhe. Lampe? Ah, okay. Nicht bevor ich hier... Alles da, die Lampe. Okay. Wir müssen mit der Lampe ein Licht auf die gewählte Position werfen. So, Lampe. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Geschafft. Gut, dann gehen wir mal. Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort! Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich mag sie. Sie ist cool. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Nanu. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Oh. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Er ist also doch der Stab. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja, doch. Aber erstmal das Wichtigste. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Aber ich möchte erst... Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen, und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Was hat es mit Satyas Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen.
Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Die Träume sind nicht Satyas Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Na okay, da hat er erstmal was. Ich finde, der sieht mega genial aus, ohne Mist. Mit so einem Zauberstab an der Seite, ich mega geil fühlen. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Nori, du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. War schön, euch kennengelernt zu haben. Lebt wohl. Nori! Nori! Komm zurück! Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nori, macht irgendetwas, aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Was? Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Todamide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Reda? Was war das denn jetzt? Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Und wir sind jetzt anscheinend hier. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Kapitel 6, Erfolg. Und da gucken wir mal. Sie ist fest verschlossen. Aber wir können ja den Streitkolben nehmen. Und ganz einfach mal, wie bitte, Alter, draufschlagen. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Der Schrank ist... Langschwert. Warum nicht? Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Da machen wir noch eine Hellebarde. Ich meine, warum denn nicht so 1000 verschiedene... Geht nicht. Ich brauche mehr Gewicht, um den Schrank aufzustemmen. Ah, okay. Moment. Streitkolben. Der Schrank ist zu stabil für den Kolben. Langschwert. Geht nicht. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Hellebarde, das einzige, wo wir nicht rankommen. Franke. Ein Wurfstern, das ist ja, was hier alles rumliegt, Alter. Eingang? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Okay, Schild. Er hängt zu weit oben. Ja, das können wir ja ändern. Nehmen wir einfach das Schwert und... Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Du kommst mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Kann ich denn eventuell... Mir fehlt die Vision. Eine seltsame Konstruktion. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Langschwert mit Wurfstern. Und ist ziemlich gefährlich, ein Schwert an das Schneider anzupacken. Schild.
Er ist schwerer, als er aussieht. Naja, das war jetzt überhaupt nicht gespoilert oder so. Aber okay. Geht nicht. Ich... ist mehr Gewicht. Das führt doch zu... Na doch. Es ist nicht so gedacht. Ich habe den Kolben nur mit Mühe in die Scheide klemmen können. Was? Habe ich wirklich gemacht? Okay. Der Schrank ist zu stabil für dich. Wieso habe ich das gemacht? Ich darf mein Ziel nicht... Das führt doch zu... Sicher? Alkohol? Das wird niemand... Nein, nein. Ich habe zu viel Alkohol brauchen. Einschlagstelle. Der Spalt ist zu weit um hin und die Wand zu hoch um hinauf. Kleiner Moment. Kann ich eventuell das... schon klar. Schild. Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen. Ach so, okay. Dann Langschwert. Da hätte man natürlich nicht drüber springen können. Das wäre einfach zu krass gewesen. So. Okay, dann haben wir jetzt unsere Hellebarde, die wir einfach so mitnehmen, vor allem diesen Eingang runter. Ist auch gar kein Problem. Hier haben wir auch noch eine Vitrine mit einem Glas. Das Glas ist zu dick. Ich finde, wir haben was demonstrativ... Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Also, sie hat eine Glastür. Sie hat eine riesengroße Hellebarde in der Hand. Und sie will mir erzählen, sie kriegt es damit nicht hin, ein Glas zu zerschmettern. Sie muss das Ding doch nicht schwingen, um das Glas kaputt zu kriegen. Hallo? Geht's dir noch gut, Alter? Ich geh erstmal wieder runter. Oh mein Gott, ey, Frauen manchmal, ne? Also. So. Schwebelkristall. Lol. Kaputt machen? Kann ich vielleicht? Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab. Vielleicht wollen wir später ja abstürzen. Waffenständer? Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Keine Ahnung. Warum sollte ich den... Was weiß ich denn? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Was weiß ich denn? Waffenständer? Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist, wie nur möglich. Okay. Hellebarde. Ich weiß nicht, ob ich die Vitrine oben brauche. Ich probiere es einfach mal so. Schild. Schwert. Verlängerter Kolben. Ich baue das Ding vorher auseinander. So. Schwertschneide. Ohne zugehöriges Schwert. Ein langes mit einem Wurfstern. Langschwert. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Okay. Weil der Wurfstern auch oben dran ist, aber hier, der Wurfstern ist hier, aber es passt nicht in die Scheide. Verstehe ich nicht. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Und ein Ende an die Waffenständer. Sie ist fest verschlossen. Das andere Ende. Und jetzt Waffenständer. Nein, du sollst... Da, diese Frau, sie macht mich wahnsinnig. Und zwar nicht wahnsinnig verrückt. Ich könnte ihn... Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist, wie nur möglich. Ich brauche also doch... Nehme ich alles wieder raus. So. Sehr umständlich, meine Damen und Herren. Sehr umständlich. So, nehmen wir erstmal alles wieder mit.